Hallihallo. Ich bin wieder zu Hause. Meinem Arm geht es einigermaßen, naja, nicht wirklich, aber ein bisschen besser als gestern. Die wollten mich heute zum Arzt schicken. Ich will aber nicht zum Arzt. Ja, aber wenn es morgen nicht besser wird, soll ich zum Arzt gehen? Ach, furchtbar. Jo, ich kopiere gerade die Videostimme von gestern rüber. Da wollten noch 7 Minuten. Und dann kann ich damit anfangen zu bearbeiten. Ich habe auch heute schon ziemlich viel gelesen. Also, ich kann ja mal kurz rauskramen. Ich hoffe, ich kriege das hin, so einarmig mit dem falschen Arm. Ja, geht. Liegt gerade günstig, würde ich sagen. Also, ich habe heute angefangen auf Seite 292, müsste es gewesen sein, komm mal her. Jo. Und bin auf Seite 370. Also, ich habe fast 100 Seiten geschafft schon. Und muss noch circa 100 Seiten. Ja, ist doch schon mal sehr gut. Also ich denke mal, morgen werde ich auf jeden Fall ein neues Buch mitnehmen. Weil ich echt Angst habe, wenn ich da unterwegs lese, dass mir Lesestoff ausgeht auf einmal. Und das muss ja nicht sein. Aber wenn ich morgen wieder in der Kantine essen werde, ich habe Sauerbraten, den muss ich haben. Ja, damit nicht so viel zum Lesen komme, aber ich habe auch schon. Okay, ich habe heute Morgen schon gelesen. Von kurz vor 5 bis 5:30, habe ich schon einiges geschafft. Jo, das fällt ja morgen weg, weil wir nicht um 5, 4 aufstehen, sondern wieder um 5. Aber ansonsten, wollen wir mal gucken. Und wenn ich es eben dann morgen zu Hause auslese, also morgen werde ich es auf jeden Fall auslesen. Aber, also spätestens morgen, vielleicht sogar noch heute. Ich muss gucken, wie ich es schaffe. Wäre natürlich optimal, wenn ich es heute auslesen könnte. Dann müsste ich mir nicht so eine Gedanken machen, was ich dann unterwegs lese. Weil ich kann mich echt nicht entscheiden, dann wenden sie die Bücher so. Dick, aber ich hatte, glaube ich, gestern ein Buch gehabt. Nee, eigentlich kein Buch gehabt. Ist echt blöd. Es ist wirklich, wirklich blöd. Ich hätte auf. Sind wir entweder dicker? Also ich wollte eigentlich bis 300 Seiten. Aber auf die Bücher, die 300 Seiten haben, habe ich gerade nicht so wirklich Lust. Das sind schwierig. Echt schwierig. Man weiß ja nicht, ob es sehr schnell lesen lässt oder nicht schnell lesen lässt. Wie gesagt, Stephen King und Dean Koontz habe ich. Da sind welche bei, die auch dünner sind. Aber ob die dann wirklich sich schnell lesen lassen und nach dem Reinfall mit das Mädchen, wage ich es gerade mal zu bezweifeln. Also das möchte ich jetzt nicht riskieren. Ich hätte noch ein Buch, aber das kann ich auch wieder zu Hause lesen. Wenn ich noch ein TKKG-Buch lesen würde. Das ginge auf jeden Fall, aber das nehme ich nicht mit. Deswegen mal gucken. Ach, schauen wir mal, schauen wir mal. Vielleicht nehme ich da wirklich aber McCarthy mit. Aber ich lasse halt über 400 Seiten. Aber ich habe ja dann noch mehr Tage. Also es ist irgendwie alles ein bisschen verwirrend. Aber kann sein, dass ich das sogar mitnehme. Muss ich mal schauen. Dann schaffe ich es ja. Wie gesagt, ich habe den Sonntag komplett zum Lesen. Den Montag noch. Weil irgendwie möchte ich schon noch ein Buch schaffen. Gucken wir mal. Okay, dann werde ich jetzt hier weitermachen. In 4,5 Minuten sind die Videos kopiert und ansonsten werde ich erstmal lesen. Viel wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ja wieder Lese-Endspurt ist quasi. Das ist ja immer so. Ende des Monats muss ich halt noch ein bisschen mehr lesen, damit ich meine Statistik irgendwie aufbessern kann, auch wenn die im Moment auch sehr furchtbar aussieht wieder. Nee, 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 nicht gut. Egal, ich mach dann mal. Ich habe ganz vergessen, was zu erzählen, was heute Morgen war. Also, wer mich auf Instagram verfolgt, der hat es schon gesehen. Ich habe heute Morgen einen wunderschönen, wie ich finde, wunderschönen Sonnenaufgang gefotografiert. Gesehen und fotografiert, so. Lauf dann weiter, schon noch das Handy in der Hand, um das alles zu tippeln und zu machen und zu tun. Wir gehen mir ein Eichhörnchen. Dann steige ich da aus der U-Bahn, wo ich ein Praktikum mache. Und sehe nach oben in den Himmel und ich bin so: Hä? Ein Regenbogen? Da war echt ein Regenbogen. Keine Ahnung, wie das hingekommen ist, aber gut, da muss es vielleicht geregnet haben oder so wahrscheinlich, schätze ich jetzt einfach mal, aber es hat ja nicht geregnet, zumindest da, wo ich gewesen bin. Ja, da war ein Regenbogen. Ganz einfach mal ein Regenbogen. Und laufe ich weiter und kurz bevor ich dann angekommen bin, fühle ich nochmal 2 Cent auf dem Boden. Denke mir so, das könnte ein guter Tag werden. Na toll, jetzt klingelt Daniel auch noch. Was soll denn der Quatsch jetzt? Oh, geh mal hin, ne? Ach Gott, ich hoffe, es ist Daniel, aber ich denke mal schon.
gucken wir mal. Ich finde, Daniel ist wieder hier mitgefilmt. So einfach ist das. Und. Schuhe. Was soll das heißen? Schuhe. So, so. Ach, ja, ja. Schuhe. Ach, gar nicht. Oh, ich muss mit der anderen Hand festhalten. So, ich gehe dann mal wieder. Ja, gut. Das wollte ich nicht nur gesagt haben. Dass der Tag eigentlich ganz gut begann. Ich dachte, ich melde mich mal zwischendurch wieder. Obwohl nicht wirklich was passiert ist heute. Also, es ist irgendwie so ein. Nicht zu langer Tag. Ich habe mir aber heute mal schon mal ein Kärtchen angemacht. Ich habe es eben gerade wieder ausgemacht. Eigentlich könnte man es wieder anmachen, aber mein Feuerzeug ist leer und ich habe so ein spezielles Feuerzeug, was ich mal bei diesem Yankee-Candy-Shop geholt habe, wo wir schon mal waren. Ja, da ist da so ein Daumenschutz bei, weil ich bin ja so ein bisschen feuerpanisch und kann mit normalen Feuerzeug nicht umgehen. Vielmehr umgehen könnte ich wahrscheinlich schon, aber ich habe Angst, mich zu verbrennen. Also habe ich das und das ist leer. Also musste mir Daniel vorhin die Kerze anzünden. Und weil ich vorhin eine Weile nicht im Zimmer war, habe ich es ausgemacht. Ja. Und steht es da rum. Aha. Ich krieg Besuch. Wie schön. Ja, ich habe auch noch weitergelesen. Und habe jetzt noch so viel übrig. Also ist nicht mehr allzu viel. Ich habe noch, lass mich mal kurz gucken. Ja, ich würde sagen 70 Seiten, circa, ein bisschen drüber, aber keine 80 Seiten mehr. Jo, mal gucken, ich werde ein bisschen weiterlesen. Na, du willst hier jetzt hin. Ist alles gerade vollgestellt, ne? Ja, ja, ja. Ich habe meine Schubkästen rausgekramt, aber weil ich was gesucht habe, muss ich nachher mal reinstopfen. Ja, du bist. Und haben ein YouTube-Video geguckt. Ja, zwei. Also nicht wirklich viele. Ja. Ich sag, es passiert heute einfach nicht viel. Es ist immer wieder so ein langweiliger Tag. Was machst du denn da? In meinen Kisten rumkramen, wo ich auch vorhin was gesucht habe. Ja, muss ich leider wegräumen. Er muss halt nicht mehr rumkramen, also rumkraxeln. Ach ja, wie auch immer. Na gut, dann werde ich jetzt ein bisschen lesen. Und dann schauen wir mal. Wird also nicht viel passieren, also wirklich nicht. Ich soll ja nicht sagen, was langweilig ist, aber ich empfinde es als langweilig. Weil ich machen, was ich will. Du. Gut, später. Hallöchen. Oh Gott, ich hab gerade die Nase. Entschuldigung. Also beim Abend geht es langsam wieder besser, also ich kann wieder ein bisschen mehr machen, nur aufstützen geht noch nicht. Aber ansonsten ist schon wieder relativ gut, also es ist schon mal schön. Wenn die mich morgen hoffentlich nicht zum Arzt schicken, also es ist, puh. Und ich habe ein bisschen weiter gelesen, ich habe jetzt noch, ich weiß gar nicht, was habe ich letztes Mal gesagt. Ja, 70 Seiten habe ich noch, also ich habe jetzt bei 402 Seiten bin ich jetzt. Ja, ich habe nicht so viel mehr gelesen. Mal gucken. Ich will mich jetzt eigentlich unter Druck setzen, also ich habe gerade noch online nach Bastelanleitungen geguckt, weil ich immer noch was brauche, was ich irgendwie wieder basteln kann, sozusagen. Und was ich auch für die Karten, die Weihnachtskarten, ich habe die vielleicht auch, aber eher nicht, für die Halloween-Karten machen kann. Ich habe gedacht, man könnte vielleicht auch so Perlenzieher dann dran machen, so flache, aber vielleicht doch eher nicht. Aber ich habe so eine Halloween-Ausgabe für Perlenzieher von so einer Zeitschrift sozusagen, wo jede Menge Anleitungen drin sind. Aber ich habe bis jetzt nur ein einziges Mal ein Perlentier gemacht, oder zweimal, ich weiß es nicht. Ich habe zwar noch Perlen da, diese ganz winzig kleinen, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Und ich weiß auch nicht, wo mein Perlentier-Anleitungsbuch ist. Überhaupt meine ganzen Bastelbücher, ich weiß nicht, wie die sind. Aber das wäre auch mal eine Idee, was ich mir machen könnte. Ich habe da ganz süße Sachen gefunden, sogar Eichhörnchen und Fledermaus und Überhaar. Also, mich juckt hier gerade. Und in diesem Heft, in dieser Zeitschrift da, also dieser Online,
also PDF-Datei, gibt es auch für Fimo und so eine Anleitungen, um die man dann so eine Perlentiere auf Stein packen kann, quasi so eine Kulisse bauen kann und sowas. Oder wie man, da ist so ein Perlengeist bei, so ein plastischer, und der hat eine Schlüsselbund und hat, wie man diese Schlüssel machen kann aus Draht. Einfach nur Formen und oh, das finde ich ja schon wieder richtig klasse. Also das wäre auch sowas für mich. Mhm, aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. So ein bisschen habe ich jetzt ein paar Videos geguckt, aber das bringt mir auch nicht viel. Also, ich weiß nicht, ich weiß, dass ich es mal gemacht habe, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Also, ja, ich glaube, ich hätte wirklich nur so einen Fisch gemacht, so ein ganz einfaches Teil. Und mal so eine kleine Blume als Ohrringe, genau, das habe ich immer gemacht. Aber mehr habe ich damit, glaube ich, noch nicht gemacht. Und wenn man so wieder anfängt damit, dann ist es echt schwierig. Ich habe auch nur 4 Farben, also gar nicht mehr so viel Auswahl. Ich habe schwarz, weiß, gelb und orange. Aber würde ja für die Halloween-Sachen vollkommen ausreichen. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Und ob ich mein Buch vielleicht wieder finde oder was. Keine Ahnung, muss mal gucken. Okay, ich würde gleich mal weiter, wahrscheinlich werde ich erst ein bisschen lesen. Und ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ach, irgendwas kurz vor 9:30. Ich habe dem Kater was zu futtern gegeben. Hat immer hier, Mau, Mau. Ja. Ist ja aber seine Zeit. Meistens so zwischen 8 und 10. Also, je nachdem, wann wir halt auch schlafen gehen, muss man ja immer mit einplanen irgendwie. Ja. Und wenn wir aufstehen und nicht, wenn wir schlafen, sondern wenn wir aufstehen und, ne? Ist ja alles immer so eine Sache. Okay. Dann werde ich mal gucken, ob ich irgendwie das Buch hier finde, aber ich glaube, es ist hier nicht. Und dann werde ich halt ein bisschen lesen. Wisst ihr? Ich nehme auch kurz wegen dem Perlenbuch. Ich glaube, ich habe das mal vertauscht. Weil ich dachte, das mache ich ja eh nie wieder und brauche ich nicht. Ich glaube tatsächlich, es leuchtet. Ich glaube tatsächlich, ich habe es weggegeben oder verkauft oder so. Ich glaube, ich habe es tatsächlich nicht mehr. Das ist jetzt blöd. Weil jetzt hätte ich echt Lust dazu, sowas zu machen. Vor allem, wenn ich sehe, was für süße Sachen man damit machen kann. Eben nicht nur Flaches, sondern auch Plastisches, was man so als Deko hinstellen kann oder eben zu verschenken. Finde ich persönlich sogar ein bisschen besser als Fimo. Ne, muss man nicht extra backen oder so. Ein bisschen Draht. Ein Draht habe ich. Perlen habe ich. Ich habe quasi die Materialien, aber ich kann nichts machen, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ich blick mit diesen anderen noch nicht so ganz durch. Also so flach kriege ich vielleicht noch gerade so hin, aber ja. Ich sage so, Fisch, das würde ich schon hinkriegen. Jetzt wieder, aber mehr nicht. Muss ich, vor allem die Fledermaus, die ich rausgesucht habe, die ist ja auch plastisch und die Anleitung ist total komisch. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Na gut, schauen wir mal. So, ich habe gerade mal versucht, so ein Perlentier zu machen, beziehungsweise eine Fledermaus. Ja, ich muss da noch ein bisschen üben. Ich habe auch überlegt, dass ich also mit großen Perlen anfange. Also diese kleinen Fuchsdinger. Ich weiß, dass ich da auch mit angefangen hatte und es einigermaßen geklappt hatte irgendwann mal, aber also was heißt irgendwann mal, ich hab nur ein, zwei Sachen gemacht, aber ich glaube, ich versuche mit großen Perlen. Ich habe hier noch beige, also so holzfarbene Perlen und grüne, vielleicht kann man damit irgendwas machen, damit Wolle oder so, dass man das mal übt mit der Technik oder den Techniken, gibt ja mehrere. Und werden die Sachen zwar entsprechend größer, aber ich kann zumindest üben, wie es dann genau funktioniert und dann entsprechend auch kleiner werden. So nach und nach, ne? Und ich muss noch genauere Anleitungen erfinden. Also das ist, die Eiertechnik ist zwar einigermaßen klar, die kannte ich auch schon, aber diese andere Technik, die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, muss ich mal gucken. Aber alles gemächlich, gemächlich. Gelesen habe ich nichts mehr, ist schon nach 9. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen lesen und dann gehen wir wahrscheinlich auch schon schlafen. Ich wollte euch nur gute Nacht sagen. Ich mache mich ins Bett fertig und dann geht's ab in die Heuer. Genau. So, Mädchen, komm. Also, ich will jetzt noch ein bisschen im Bett lesen. Aber noch ein bisschen weiter gelesen. Bin bis jetzt 416 gekommen. Und ja, jetzt bis 420 habe ich auf jeden Fall noch. Und dann sind es auf 50 Seiten. Und ich habe mich entschlossen, doch das Buch mitzunehmen morgen. Und dann im Nachmittag das Neue anzufangen. Ja. Dann habe ich wieder eins abgeschlossen und gut ist. Genau. Und das werde ich auf jeden Fall morgen auslesen. Mit 50 Seiten ist ja klar. Ich habe heute über 100 Seiten geschafft.
Das ist schon mal gut. Ich habe ausschließlich in diesem Buch gelesen. Na gut, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt, oder in einem der anderen Videos. Bis dann, bye bye.